Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrimdion Endliche. Ja, und wieder mal ist es Zeit für einen Umtrunk. Toso ist extrem betrunken und hat nur ein kurzes Zwiegespräch mit Dosita geführt und sie ist auch unglücklich mit all den Zaubersprüchen, die sie da hat. Und dazu müssen wir jetzt ein paar Master Spells bekommen und ich denke mal, Illusion ist ja extrem cool. Da gibt es nämlich auch einen Beschwichtigungszauber der Meisterstufe und Masterstufe, ja, extrem. Und der hat ihn noch nicht da drin, also müssen wir ihn da unbedingt fragen, ob der einen Zusatzquest für uns hat, schätze ich mal. Was sind die besten Illusionszauber, Trevis Nelloren? Oh je. Yeah. Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Schon, gell? Ja. Unterschätzt niemals die Fähigkeit, andere zu beeinflussen. Ob Freund oder Feind. Fast alle sind anfällig für Illusionszauber. Sie können den Verlauf einer Schlacht im Handumdrehen verändern. Es gibt außerdem Zauber, mit denen man Konflikte gänzlich vermeiden kann. Die Unsichtbarkeit ist schwer zu meistern, dafür aber außergewöhnlich nützlich. Ja, hahaha, ja, das können wir ja schon, aber was gibt es sonst noch über die Illusionsmagie zu lernen? Ihr habt mehr gelernt, als ich euch lehren kann. Und das ist eine beachtliche Leistung. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Es gibt aber immer etwas, das man noch dazu lernen kann. Ich glaube, ihr seid bereit für den nächsten Schritt. Auf jeden Fall. Was ist denn der nächste Schritt, Trevisa? Das Wissen über ungemein mächtige Illusionszauber befindet sich zwar hier an der Akademie, jedoch vor jenen verborgen, die es missbrauchen könnten. Ich werde euch einen Zauber lehren, der Dinge sichtbar macht, die allen anderen verborgen sind. Dadurch könnt ihr die Texte erlangen, die ihr benötigt. Bringt mir alle vier und ich werde mit ihrer Hilfe die Zauber für euch aufschreiben. Ja, begonnen der Illusionsritualzauber. Bringt Trevis Nelloren die vier? Ja, genau. Schriften. Okay. Okay. Was jetzt? Kriege ich jetzt was von dir? Irgendeinen Zauber oder was? Schauen wir gleich mal nach. Vielleicht gibt es da was. Illusion und beschwichtigen Erzählungen, Helm und Hellsehen, Lautlosigkeit, Panik, Rasigerei. Sicht des zehnten Auges gleich einmal in die Shortcut reingehauen und gleich einmal nachgeschaut. Illusionszauber, der Illusionsritualzauber, genau. Bringt Trevis Nelloren die vier Schriften über die meisterhafte Illusion. Über meisterhafte Illusion, genau. Trevis Pipapo hat mir erzählt, dass in der Akademie von Winterfell Bücher versteckt sind. Aha, die Informationen über mächtige Illusionszauber enthalten. Um sie zu finden, muss ich den Zauber einsetzen, den er mir gegeben hat, die Sicht des zehnten Auges. Okay Leute, das ist ein Hide and Seek Quest und das werden wir dann auch gleich machen. Aber ich werde euch nicht so auf die Folter spannen. Ich werde einmal suchen gehen und wenn ich das finde, dann sage ich es euch. Okay? Finde ich ja cool. Muss ich gleich mal ausrüsten. Sicht des zehnten Auges. In die linke Hand, ja. Und dann gleich mal angewendet. Ja, schaut euch das an. Ja, cool. Ah, da nehme ich doch gleich noch einen Schluck Wodka und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann, euer Toso. Okay Leute, wir sind da im ersten Stock, ja? Und da, damit ihr euch auskennt, da ist der Aufgang. Und gleich rechts hier, da in der Ecke liegt das Buch. Ihr seht, das ist jetzt verschwunden. Wir machen den Spell nochmal. Und die Master Spells dauern echt lange, ja.
Meisterhafte Illusion, okay, das wäre das erste Mal. Und wir lesen das gleich einmal durch. Wir nehmen das. Okay, das wäre das erste. Wir sind da im... Ja, wenn ich das wüsste, wir laufen da mal schnell runter und wir laufen da extrem cool. Wir schauen da jetzt mal raus. Da runter müssen wir wahrscheinlich auch noch. Da ist der Ausgang. Wir schauen gleich, wo das jetzt war. Himmelsrand. Wir müssen da sonst raus. Schauen gleich in das nächste Areal. Vier Stück, ja. Wir waren da in der Halle der Bekräftigung. Also erster Stock oben und gleich rechts nach der Treppe. Ja, und wir sehen uns, wenn ich das nächste gefunden habe. Bis gleich. Ja, wir waren jetzt in der Halle der Bekräftigung und gehen jetzt einmal in die Halle der Leistung. Die Namen, die kriege ich ja nicht in den Kopf. Und ich habe schon gefunden, ich zeige euch nur noch einen Weg, weil es ist, glaube ich, besser, wenn ihr das nach einem Schluck Wodka gleich einmal findet. Wir müssen darauf natürlich auch wieder den ersten Stock. Und dann gleich da links gibt es eine Bank, ja. Und wir machen mal kurz den Zauber. So. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Und ihr seht, da liegt das Ding schon, ja. Lesen, meisterhafte Illusion, ne? Das wäre das zweite Buch und wir können das auch lesen. Wir nehmen das Nummer 2, ja. Und ich schätze mal, das nächste wird dann drüben sein. Also wir sind da jetzt der Bekräftigung in der Halle der Bekräftigung, Halle der Leistung und dann gibt es noch zwei andere. Ich schätze mal drüben in der Bibliothek kann es sein oder ja, wie auch immer das heißt davon. Ja, ich bin ja ein Dödel, ich habe keine Ahnung. Da, ja. Halle der Elemente, da schauen wir rein. Da oben gibt es die Bibliothek, da schauen wir uns noch kurz um und dann eben in der Halle der Elemente. Und dann gibt es noch was Unterirdisches, da waren wir noch nicht, aber wir werden das gleich mal sehen. Ich mache einen Schnitt, bis ich es gefunden habe und sehen uns gleich wieder. Ja, und schon gefunden, lesen, meisterhafte Illusion. Ihr kommt da jetzt rauf, ne? Ins Arcaneum, ihr wisst ja. Da die Stufen rauf, wir laufen da links rüber, wenden den Master Spell an, der extrem lang dauert. Und schon ist es hier, ja? Das dritte, ja? Meisterhafte Illusion, ja? Im Arcaneum. Nehmen, komm. Ja, und lesen können wir auch. Ich finde die Schrift ja extrem cool. Und genommen auch schon und weiter geht's. Ich schaue mal kurz unten nach. Da nämlich in der Halle der, ja, wie heißt das? Ich vergesse das, ich bin ja echt blöd. Egal, wir sehen uns wieder, wenn ich das vierte gefunden habe. Und dann haben wir einen Master Spell, ja? Cool. Bis gleich. Ja, und in dieser Halle hier gibt es überhaupt nichts zu finden. Mir gehen nämlich die ganzen Ideen aus, aber mir wurde geschrieben, es gibt ja noch was im Untergrund und da muss ich erst einmal den Zugang finden. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Cool, ja, okay. Wie gesagt, da gibt's nichts und ich suche mal den Eingang zur, zum Keller und dann schauen wir weiter. Bis gleich. Und wir sind hier in der Halle der Bekräftigung. Ja, ihr kennt das ja. Da waren wir ja schon. Und da gibt es nämlich eine Müllgrube. Da waren wir noch nicht. Und deswegen werde ich hier auch nichts schneiden. Wir werden da kurz mal runterschauen. Und euch teilhaben lassen an meiner Suche. Das Areal kennen wir ja noch nicht. Deswegen bin ich ja gespannt, was da jetzt auf uns zukommt.
Wir haben das links, rechts ausgerüstet. Ja, Schmarrn, ja, egal. Wenn wir sehen, wir werden das gleich mal machen. Master Spell. Komm. Der dauert wirklich echt lange. Aber ich glaube, ich werde euch das im danach zeigen. Ich werde das einmal da durchforsten, weil das, glaube ich, wird elends lang dauern. Ja. Oder? Wenn es gleich da liegt, ist wurscht. Na? Okay, ich mache einen Schnitt. Ja, wir sehen uns gleich. Euer Toso. Ja, Leute, wir sind da hier im irgendwo auf die End of Nirgendwo. Ja, ich habe keine Ahnung, wie und wo ich da jetzt bin. Egal, aber wir haben es da geschafft. Master Spell und meine Tremoras haben auch irgendjemanden da jetzt vernichtet. Ich habe auch keine Ahnung, wer das war. Egal, da gibt es böse Leute. Da haben wir Atonachenschmiede und meisterhafte Illusion. Und das wäre das vierte Buch. Ich werde jetzt nochmal versuchen, euch zu zeigen, wie man da runterkommt. Ich nehme das Buch einmal, ja, und genommen. Und das nehme ich auch gleich, ja. Kann ja nicht schaden. Genommen ist genommen. Und ja, das lassen wir mal. Da gibt es ja was ganz Cooles. Was auch immer das ist, keine Ahnung. Da hinten. Ja. Wie gesagt, wir sind da reingekommen. Ich werde da jetzt kurz mal rauflaufen. Schnell. Da. Wenn ich nur wüsste, wie. Ah, ich mache einfach einen Schnitt und gehe von oben nochmal runter. Okay, bis gleich. Also Leute, wir sind da reingekommen, Halle der Bekräftigung, genau so ist es. Und da unten gibt es Rauch und Geister und alles mögliche. Wir gehen da mal runter, ich habe da jetzt meine Freunde dabei. Da sind wir reingekommen, müssen da einfach die Stufen runter da rein. Ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt nicht wieder. Ja, genau. Bevor dann noch irgendwer kommt, hole ich mir die Jungs retour. Da rein, da ist es ein wenig verzwickt. Und gleich einmal umgesehen, davor, runter, ja, in die Müllgrube, ganz runter. Und da sind wir dann schon, ja. Da ist auch irgendwas Besonderes, bevor ich einen Trigger auslöse. Gehe ich da nicht weiter und durchsuche das Areal nicht. Da gibt es ein paar Türen, ein paar Wege, die wir weiter besuchen können. Aber egal, wir müssen da jetzt retour einfach zu unserem Freund, der uns die Illusionszauber jetzt, die Master Spells beibringt. Ja, da retour rauf. Und da hängt irgendwas Blödes in der Luft. Das ist ja so ein witziger Geist oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. In meinem Zustand auch schwer zu erkennen. Da, ja, ein armer Teufel. Ein ganz armer Teufel. Wer weiß, was es ist. Und da träufelt es ja ganz schön. Ne? Ich glaube, das da hier dürfte wahrscheinlich... Was habe ich denn da? Feuer, 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 Feuer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da auch ganz andere... Zauber schon gekauft, Zerstörungszauber. Irgendwas habe ich da mit Feuer verbrennen, genau. Rechts eh ausgerüstet, passt schon. Und? Das ist Öl, genau, passt schon, ja. Okay. So, dass ich mich nicht verlaufe. Da geht es ja auch rein. Und jetzt, wir sind aber daher gekommen. Soweit ich weiß. Okay, wir sehen uns wieder bei unserem Zauberlehrling. Bis gleich. In der Halle der Bekräftigung. Bis gleich. Ciao. Und schon angekommen bei Travis Nelloren. Wisst ihr, es heißt, das Wissen an sich ist schon Belohnung genug. Ja, da hast du vollkommen recht, das würde ich auch sagen, aber wir brauchen was ganz anderes und ich gebe dir jetzt immer die Texte hier. Ja, sehr gut.
Hier wäre dann der erste der Illusionszauber, nach denen ihr sucht. Meisterhafte Illusion entfernt, Zauberbuch Hysterie hinzugefügt. Ja, aber das wollten wir nicht, Hysterie. Ne? Wir wollen ja was ganz anderes, komm. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Gut so, zeig uns mal, was du hast. Beschwichtigen, besänftigen, Stufes, Lautlosigkeit, Panik sammeln, Unsichtbarkeit, was, Raserei, Panik, Harmonie. Bis Stufe 25, ja, genau, das kommt gut. Das werden wir gleich einmal nehmen. Und besänftigen ist nämlich bis Stufe 9, ja. Und wenn wir da den... Danke vielmals. Also gut. Ja, wir werden wahrscheinlich auf dich zurückkommen, bald einmal. Aber Fertigkeiten, wenn wir da Illusion... Da gibt es zwei Glitches, nämlich hier. Doppelter ist okay. Und Besänftigungszauber wirken jetzt auch bei höherstufigen Gegnern. Sie addieren sich mit Pipapo und so weiter. Ja? Das werden wir nehmen, wenn wir noch ein paar... Ja, ich muss da jetzt noch ein bisschen leveln. Dann können wir nämlich die mächtigsten Gegner auch noch in Harmonie versetzen, Leute. Ja? Illusion, Harmonie. Ah, das muss ich jetzt mal lesen, gell? Sorry Leute, gleich einmal gelesen, das Bücher, wo ist das? Ah, Schlüssel, Blödsinn, ah, ja, der Wodka. Na, hallo. Eisgeister brauchen wir nicht. Harmonie und Hysterie, ja. Gelesen und gelesen und das machen wir dann gleich auch. Sorry. Harmonie, Shortcut, Y und passt das auch schon und Hysterie eventuell. Ja, und wenn ich gelevelt habe, dann können wir die auch, glaube ich, bis Stufe 29 oder Gott weiß was. Ne? Okay, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ja, ihr wisst jetzt, wo und wie wir hier den Master Spell bekommen. Ich hoffe, das wirkt sich auch aus. Das dürfte recht witzig sein. Ich werde es gleich einmal ausprobieren. Einfach so, um zu sehen, ne? Harmonie, gleich beides, ja, was ist nicht, beides, ja, das Master Spell geht ja nur beides, genau, schaut euch das an, ist ja cool. Hört damit auf, ich werde mich nicht von einem halbseidenen Magier missbrauchen lassen. Oha, okay, haben wir wen erzürnt. Na, das wollten wir nicht. Aber ja, Master Spells kommen recht cool rüber. Gut so, also Harmonie. Wir sind's wieder und wir werden da gleich beim nächsten weitermachen. Illusion, was war dann? Schauen wir gleich. Illusion, Zerstörung, Beschwörung, Veränderung, glaube ich. Ja, das war's, ja. Beschwörung, da brauchen wir nämlich Massenleben. Okidoki. Also Leute, wenn ihr am Laufen bleiben wollt, machen wir, aber wenn nicht, dann sagt ihr nicht weiter. Euer betrunkener Toso und Tosita allein unterwegs. Wünschen euch noch eine angenehme Nacht. Ciao.